Liebe Palästina, unser Sieg. Guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich darf heute in unserem Studio Infograd den Autor und Schriftsteller Michael Prübsting begrüßen. Guten Abend. Guten Abend. Und Dr. Astrid Wagner, die Rechtsanwältin. Willkommen. Danke, guten Abend. Danke. Was ist genau passiert in Ihrem Video oder was haben Sie genau gesagt? Ich habe am 7. Oktober ein Video veröffentlicht. Ja. Und da habe ich gesagt, ich bin gegen den Staat Israel, weil er unterdrückt die Palästinenser. Ja. Ich habe gesagt, ich unterstütze den Widerstand des palästinensischen Volkes gegen Israel und seine Armee. Ja. Ich unterstütze nicht Terroranschläge gegen Zivilisten, gegen Zivilbevölkerung. Aber der Widerstand gegen die israelische Armee ist gerecht und das unterstütze ich. Mhm. Und deswegen wurde ich angeklagt, angeblich den Terrorismus zu unterstützen. Und ein Gericht am 2. Mai hat mich verurteilt zu 6 Monaten bedingter Haftstrafe. Mhm. Das bedeutet, ich muss nicht jetzt ins Gefängnis gehen, aber wenn ich eine solche Tat noch einmal mache, dann muss ich für ein halbes Jahr ins Gefängnis gehen. Und gestern hat ein zweiter Prozess stattgefunden, wo gesagt wurde, dieses Urteil bleibt bestehen. Es bleibt dabei, ich bekomme eine Strafe von 6 Monaten bedingte Haft. Und warum denken Sie, warum ist das passiert? Ich bin der Überzeugung, dass alle politischen Parteien, die im Parlament sind, die Regierung, große Teile der Medien, sind ganz klar auf Seiten von Israel. Wenn man, so wie ich, sagt, wir unterstützen den Widerstand des palästinensischen Volkes, dann ist das Terrorismus für diese Leute. Mhm. Wenn man sagt, wir unterstützen Israel, dann ist das vollkommen in Ordnung. Das heißt, in Österreich wird mit zweierlei Maß gemessen. Für Palästina darf man nicht sein, für Israel darf man sein. Das ist eine ganz klare Ungerechtigkeit. Und ich bin nicht alleine. Viele Menschen in Österreich lehnen den Staat Israel und seine terroristische Politik gegen Palästina, lehnen das ab. Und das ist gut so, aber die politische Elite, die Regierung, die Medien, die Politiker, die wollen das unterdrücken. Dagegen leisten wir Widerstand. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Ja, und Frau Dr. Wagner, also wie wird das gesetzlich betrachtet? Ja, ich will jetzt gar nicht zur politischen Situation Stellung nehmen. Das hat der Herr Magister Pröbsting jetzt getan. Ich möchte es auf juristischer Ebene noch einmal erläutern. Was gestern passiert ist, ist meines Erachtens, ja, ich sage es ganz klar, ein Fehlurteil. Ja. Es sind auch sehr viele Kollegen von mir einigermaßen erstaunt bis empört, dass es möglich ist in Österreich, dass die Polizei ohne Rücksprache mit dem Gericht Zuschauer, interessierte Zuschauer, Journalisten von der Verhandlung ausschließt. Und das ist beim Herrn Magister Pröbsting auch tatsächlich passiert. Deshalb habe ich das Urteil ja in erster Linie jetzt einmal wegen dieser Nichtigkeit, so heißt das, ja, wegen dieser Nichtigkeit bekämpft, weil das Verfahren grob fehlerhaft geblieben ist, weil es eben in erster Instanz keine vollständige Öffentlichkeit gegeben hat. Ja. Wie sich herausgestellt hat,
Also ich muss einmal vorgreifen, es ist zunächst ein bisschen befremdend für mich auch gewesen. Es waren sehr viele interessierte Zuschauer da. Die wollten unbedingt beim Prozess dabei sein, weil es eben schon sehr viele Menschen in Österreich gibt, die Israel sehr kritisch sehen und vor allem die Politik, die Pro-Israel-Politik der österreichischen Regierung. Jetzt waren so viele Leute da und statt dass man dann sagt, naja, wir brauchen vielleicht einen größeren Verhandlungssaal wegen den vielen Leuten, hat es plötzlich geheißen, wir müssen in den dritten Stock in einen viel kleineren Saal und da waren überhaupt nur circa 12 Sitzplätze. Ne? Mhm. Und davon haben dann, glaube ich, 4 Sitzplätze hat dann der Staatsschutz für sich beansprucht und nur ganz wenige, also nicht einmal die Ehegattin von meinem Mandanten konnte dabei sein. Ja? Mhm. Es waren also nur ganz wenige Journalisten dort. Es ist dann ein Journalist hinausgegangen nach circa einer halben Stunde und ein anderer Journalist wollte den Saal betreten. Und da ist etwas passiert, was eben nicht passieren darf, bitte. Der Polizist hat diesem Journalisten gesagt, nein, Sie dürfen nicht in den Saal und hat die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das ist ein ganz ein grober Verfahrensfehler und ich war bis gestern Mittag zuversichtlich, dass das Urteil, egal jetzt zum politischen schuldig, unschuldig, dass das Urteil sowieso wegen diesem Verfahrensfehler aufgehoben wird, also wegen der fehlenden Öffentlichkeit, sage ich jetzt einmal. Und da hat eben das Oberlandesgericht Wien ein Urteil gefällt, was für mich völlig unverständlich ist. Es hat gesagt, so, ich sage es jetzt vereinfacht, es reicht ein bisschen Öffentlichkeit. Es muss ja eh nicht ganz öffentlich sein. Ja, es war ja keine Pause und deshalb wäre das der Öffentlichkeit Genüge getan. Ja, ja. Also ein grobes Fehlurteil. Leider haben wir jetzt kein weiteres Rechtsmittel mehr, keine weitere Möglichkeit. Aber ich werde natürlich eine Nichtigkeitsbeschwerde beim obersten Gerichtshof noch anregen. Das kann ich machen. Und ich werde wahrscheinlich auch prüfen, das werden wir noch besprechen, dass wir auch uns an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Weil das wäre jetzt den Anfängen. Sowas darf eben in einem Rechtsstaat nicht passieren. Ja. Wie die Frau Dr. Wagner gerade gesagt hat, es gibt noch die Möglichkeit, sich an den obersten Gerichtshof zu wenden und an den Europäischen Gerichtshof. Das überlegen wir noch, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, in diese Richtung zu gehen. Aber was ganz wichtig ist, auf der Straße auch weiter Widerstand zu leisten. Und es gibt ja eine sehr große und beeindruckende Pro-Palästina-Bewegung in Österreich. Jede Woche gibt es Demonstrationen. Manchmal sind es Hunderte, manchmal sind es Tausende Menschen, die demonstrieren. Und so kann man auch weiter Druck machen. Man darf nicht vergessen, es gibt eine große Kluft zwischen dem Parlament, den Parteien, den Medien und der Bevölkerung. Und die Medien und die Parteien, die sind alle für Israel. Aber in der Bevölkerung gibt es einen großen Teil, nicht alle natürlich, aber es gibt viele, die lehnen Israel und die lehnen diesen Terrorkrieg und den Völkermord im Gaza ab. Und wir, die Pro-Palästina-Bewegung, wir vertreten diese Menschen. Ja. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, weiterzumachen und weiter Widerstand zu leisten vor Gericht und auch auf der Straße. Mhm. Und vielleicht auch im Parlament, wenn die Liste Gaza gewählt wird. Okay. Und denken Sie, das ist ein politischer Fall? Selbstverständlich. Das ist ganz klar. Wenn man für Israel und für den Krieg von Israel ist, wenn man das unterstützt, überhaupt kein Problem in Österreich. Wenn man für Palästina ist und den Widerstandskampf von Palästina unterstützt, dann kommt man vor Gericht. Das hat das gezeigt. Und gestern habe ich das auch ganz besonders daran gemerkt, bei dem Prozess. Ich konnte ein Schlusswort, ein Statement abgeben, warum ich gegen das Urteil berufe, warum ich dagegen bin, warum ich das ablehne. Und ich durfte nur ein paar Minuten reden und dann hat der Richter mich unterbrochen und hat gesagt, Sie dürfen hier nicht über den Krieg reden, Sie dürfen hier nicht über Israel reden, ich darf nur über mein Video reden, aber nicht über, worum es eigentlich bei der Sache geht. Mhm. Der Richter wollte nicht, dass die Öffentlichkeit hört, was tatsächlich in Gaza passiert, dass das ein Völkermord ist und dass Israel Terror betreibt gegen die Bevölkerung. Wir haben erlebt in den letzten Monaten, dass die Meinungsfreiheit immer wieder eingeschränkt wird auf der Straße. Demonstrationen werden aufgelöst von der Polizei.
Jetzt, gestern haben wir gesehen, sogar vor Gericht darf man nicht einmal darüber reden. Sogar da wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das zeigt, in welche gefährliche Richtung Österreich geht. Immer mehr pro-israelisch, immer autoritärer. Dagegen müssen wir Widerstand leisten. Ja. Und mit der Frage wende ich auch an Sie, also wie weit wird dieses Thema auch als politisches Thema betrachtet? Ja, die Justiz ist ja letztlich auch politisch in dem Sinn. Ja, es ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Auch das sehe ich wirklich. Wir haben einen Rechtsstaat, ja, den haben wir uns durch Jahrhunderte erkämpft. Ja, auf das sollten wir stolz sein. Und dass das so leichtfertig jetzt gefährdet wird, ist eine hochgefährliche Entwicklung. Es ist ja auch kein Einzelfall, nicht? Es gibt ja unfassbarerweise eine Weisung des Justizministeriums beispielsweise, ja, dass gegen junge Menschen, die beispielsweise sagen, from the river to the sea, Palestine will be free, dass da ein Anfangsverdacht einer Terrorgutheißung ist, wo ja diese Menschen natürlich ein freies Palästina wollen, der Traum des freien Palästina, wo alle gleichberechtigt leben können. Und da sind die Staatsanwaltschaften jetzt gezwungen, Ermittlungen einzuleiten, was natürlich mit sehr viel auch Behördenarbeit verbunden ist. Ich kann auch sagen, dass auch die Polizei nicht mehr glücklich ist mit dem allen, weil sie so viel ermitteln müssen. Auch wir Anwälte haben ganz viele Akte. Also das sind natürlich schon politische Weisungen, weil anders ist mir das nicht erklärbar, dass es eben solche Weisungen gibt von einem Justizministerium, weil sowas hat es eigentlich in den letzten Jahren in dieser Form nie gegeben. Also man sieht hier wirklich eine ganz gefährliche Entwicklung. Ja, man kann sagen, das Thema beschränkt sich halt nicht auf Gaza, das geht eben wirklich in die österreichische Politik. Und gerade deshalb kandidiere ich auch für die Liste Gaza, weil ich auch in Österreich hier die Meinungsfreiheit in Gefahr sehe mit dieser bedingungslosen Pro-Israel-Haltung, wo alles andere sozusagen sofort dann kriminalisiert wird. Dankeschön. Herr Michael Prübsting, möchten Sie noch etwas sagen? Ich möchte mich zuerst mal bedanken für die Einladung. Ich glaube, dass das, was wir in den letzten 10,5 Monaten seit dem 7. Oktober, was wir seitdem erleben, ist einer der größten und abscheulichsten Völkermorde der jüngeren Geschichte. Das, was die Palästinenserinnen und Palästinenser erleiden, ist so grauenhaft. Es gibt nur wenige Verbrechen in der Geschichte, die dem gleichkommen. Und ich hoffe, dass der Widerstand des palästinensischen Volkes weitergeht, dass der Staat Israel und seine Terrorpolitik in die Knie gezwungen werden kann, dass Palästina frei wird. From the river to the sea. Und ich finde es allerdings auch sehr ermutigend, sehr positiv, dass es weltweit eine sehr große Solidaritätsbewegung gibt. Auf allen Kontinenten finden Demonstrationen statt. Überall solidarisieren sich die Menschen, Millionen Menschen mit Palästina. Das ist eine der größten internationalen Bewegungen seit langer Zeit. Das ist etwas sehr Positives. Und ich hoffe, gemeinsam der Widerstand des palästinensischen Volkes, internationale Solidarität, gemeinsam werden wir die Freiheit erkämpfen. Ich danke Ihnen fürs Dasein heute. Shukran. Und danke. Und ja, wir sind jetzt am Ende unseres Programms. Danke und auf Wiedersehen.